Ja, guten Morgen. Dann machen wir weiter mit Quantenfeldtheorie. Und zwar sind wir momentan beim Kapitel über Renormierung und höhere Ordnungen in der Quantenfeldtheorie. Wir werden heute das Kapitel abschließen. Natürlich wird es nicht das Ende sein zur Betrachtung von höheren Ordnungen und Renormierung, aber das Grundthema zur Renormierung werden wir heute vollständig besprechen. Wenn wir nochmal Revue passieren lassen, was geschah, dann haben wir zunächst mal die Idee gehabt, dass aufgrund von diversen Herleitungen wir schon gemerkt haben, dass Quantenfeldtheorie als Grenzwerttheorie aufgefasst werden sollte, als Grenzwert von irgendwelchen Familien, von Theorien, die irgendeine Regularisierung haben, die wir allgemein durch einen Parameter Epsilon ausdrücken können. Und für jede endliche Regularisierung Epsilon ungleich 0 sind dann Herleitungen, Feynman-Regeln, Feynman-Diagramme, Green-Funktionen berechenbar. Und die eigentliche Quantenfeldtheorie ist dann der Limes Epsilon gegen 0. Und in diesem Limes Epsilon gegen 0 sollen physikalische Observablen auf jeden Fall endlich bleiben und auch Relationen zwischen Observablen natürlich endlich bleiben, aber gewisse andere theorieintrinsische Größen könnten möglicherweise divergieren. Und dann haben wir das alles ausgeführt und sind konkret bei der dimensionalen Regularisierung gelandet, die eine technische Implementierung von so einer Regularisierungsprozedur ist, die sehr praktisch ist. Haben beispielhaft Schleifendiagramme ausgerechnet. Die Regularisierung hat dann zu 1 durch Epsilon Polstellen geführt. Und dann haben wir an Beispielen zunächst und dann in der letzten Stunde anhand von allgemeinen Theoremen gesehen, dass man die Theorien tatsächlich endlich bekommen kann. Und zwar, wenn man mit einer beliebigen Lagrange-Dichte auf klassischem Niveau startet, die eine lokale relativistische Lagrange-Dichte, ausgedrückt durch Quantenfelder sein soll, startet, dann kann man in beliebigen höheren Ordnungen die Theorie endlich machen durch Addition von Countertermen. Und diese Countertermen sind wiederum lokale relativistisch invariante Lagrange-Dichten. Und dann kann man eine Klassifizierung machen, nämlich die einfachsten renormierbaren Theorien sind die, bei der die Counterterm-Lagrange-Dichte durch so eine Renormierungstransformation entsteht, wie wir es hier am Beispiel auch hatten, wo man die Masse m² durch m² plus Delta m² ersetzt, Kopplung g durch g plus Delta g und das Feld wird renormiert mit 1 plus Delta z. Dabei entsteht dann eine Struktur von einer Counterterm-Lagrange-Dichte und sogenannten Renormierungskonstanten, Delta z und so weiter, die man epsilonabhängig so wählen kann, dass die Divergenzen wegfallen. Es gibt andere Theorien, bei denen die Renormierungstransformation nicht ganz ausreicht, aber es reicht immer noch aus, endlich viele Countertermstrukturen in die Lagrange-Dichte reinzuschreiben. Dann ist die Theorie im Prinzip genauso renormierbar wie hier, bloß ist das technische Vorgehen etwas verallgemeinert. Und eine andere interessante Klasse ist dann Theorien, bei denen man unendlich viele Countertermstrukturen braucht, zum Beispiel in jeder Ordnung neue Countertermstrukturen, um die Theorie endlich zu machen. Die nennt man nicht renormierbar, aber die sind physikalisch trotzdem nutzbar. Ja, und so haben wir also dieses allgemeine Theorem hier erörtert und an Beispielen haben wir ja auch gesehen, wie man solche Rechnungen durchführt und die Counterterme konstruiert. Jetzt geht es aber immer noch auf eine Frage, die wir hier ganz kurz zum Abschluss diskutieren sollten. Nämlich, wir haben die Theorie jetzt zwar endlich gemacht, aber am Anfang des Kapitels hatte ich ja schon angegeben, wir wollen die Theorie als so eine Grenzwerttheorie darstellen, aber im Grenzfall sollen ja physikalisch sinnvolle Eigenschaften gelten. Ist das denn jetzt der Fall, wenn wir also diese Counterterme addieren? Kommt da physikalisch überhaupt was Sinnvolles raus? Das ist ja nicht offensichtlich. Aber das ist der Fall und dafür gibt es eben weitere Theoreme, die wir hier erörtern sollten. Das heißt, die nächste Frage, die wir jetzt unbedingt besprechen müssen, ist, ob die entstehende Theorie sinnvoll ist. Und dafür gibt es ein wichtiges, ziemlich physikalisches Theorem. Und das läuft nicht unter dem Begriff Theorem, sondern unter der gesamten Theorie kausale Störungstheorie. Von Epstein-Glaser.
ist das gefunden worden, aber es gibt Vorläufer, die eigentlich das Wesentliche auch schon gesagt haben. Und das Wesentliche steht in dem ganz normalen Quantenfeldtheorie-Buch von Bogoljubow und Schirkow. Da können Sie das auch nachlesen. Es ist technisch ziemlich einfach. Und das Theorem besagt das Folgende. Sei also irgendeine S-Matrix als physikalisch wichtigstes Objekt der Quantenfeldtheorie gegeben. Wir werden die S-Matrix später hier auch noch einführen, aber Sie können sich jetzt hier Green-Funktionen auch vorstellen. Sei also die S-Matrix bis hin zu N-1 Loop-Niveau konstruiert. Beispielsweise über diese renommierte Theorie mit Countertermen und so weiter bis hin zur Ordnung N+1. Die Theorie ist also endlich. Green-Funktionen und Observablen und S-Matrix sind damit berechenbar. Und dann folgt jetzt aus dieser kausalen Störungstheorie, also aus dieser Betrachtung, zweierlei. Nämlich, diese S-Matrix ist ja eine Streumatrix, sondern als Operator ist es ein unitärer Operator. Und ich kann mich fragen, was folgt aus der Unitarität der S-Matrix? Und da liefert die Analyse, dass die Unitarität der S-Matrix, wenn ich die bis N-1 Ordnung konstruiert habe, eindeutig den Imaginärteil von der nächsten Ordnung schon festlegt. Das heißt, daraus folgt eindeutig der Imaginärteil in N-Loop-Niveau. Das heißt, der Imaginärteil hat keine Freiheit, sondern er ist komplett eindeutig festgelegt durch Unitaritätsrelationen von der S-Matrix in niedrigerer Ordnung. Das heißt, das Einzige, was dann noch frei wäre, wäre der Realteil. Und den müsste man dann zum Beispiel ausrechnen. Und das Zweite ist, Sie können auch Kausalität betrachten. Das war ja hier in der Vorlesung bisher auch sehr wichtig, zum Beispiel am Anfang, um überhaupt relativistische Quantenfeldtheorie zu motivieren. Und wenn Sie jetzt also fordern, dass Kausalität gelten soll, eben dass die Zukunft nur von der Vergangenheit beeinflusst werden kann, aber nicht von der ferneren Zukunft, dann folgt etwas über den Realteil, nämlich nicht lokale Anteile im N-Loop, die sind ebenfalls eindeutig. Das heißt, der Realteil ist ebenfalls fast eindeutig festgelegt durch niedrigere Ordnungen der S-Matrix, sodass, wenn wir summa summarum schauen, die einzige Freiheit, die nicht festliegt aus solchen physikalischen Überlegungen, ist der, dass wir lokale Anteile zum Realteil in der nächsten Ordnung hinzuzählen können. Alles andere, Imaginärteile und nicht lokale Anteile, sind eindeutig festgelegt durch physikalische Constraints der niedrigeren Ordnung. Das heißt also, die einzige Freiheit und das kann ich eben so addieren, dass ich zur Lagrange-Dichte eine lokale Counterterm-Lagrange-Dichte hinzuzähle. Das ist genau die einzige Freiheit, die Unitarität und Kausalität noch übrig lassen. Und jetzt sehen Sie, diese Freiheit ist genau die, die ich ausnutzen muss, um in einer regularisierten Theorie die Theorie endlich zu machen. Und dass das hier reell in der S-Matrix ist, bedeutet, dass das hier eine lokale und hermetische Lagrange-Dichte sein muss. Das heißt, dieses Theorem ist völlig im Einklang mit dieser Renormierungsprozedur, die wir bisher gefunden haben.
Das Wichtige ist aber, dass das hier überhaupt nicht aus Regularisierung und Renormierung kommt, sondern hier ist ja alles endlich. Man betrachtet lediglich die endliche S-Matrix in der niedrigeren Ordnung, überlegt sich dann physikalische Constraints und weiß dann einiges über die nächste Ordnung. Und das Wissen hier ist komplett endlich, völlig divergenzfrei und völlig unabhängig von jeglicher Regularisierung und Renormierung. Und die Renormierungsprozedur von uns, die betrifft eben nur solche lokalen hermetischen Anteile, die nach dieser Überlegung sowieso völlig frei sind. Wir hatten ja in unserer Renormierung in der letzten Stunde auch nochmal so eine gewisse Freiheit diskutiert, die dem hier genau entspricht, nämlich wenn wir jetzt hier solche lokalen hermetischen Anteile dazuzählen dürfen, ohne Unitarität und Kausalität zu stören, müssen die ja letztlich irgendwie festgelegt werden. Und so eine Festlegung hatten wir in der letzten Stunde auch schon besprochen. Das ist nämlich genau die Wahl eines Renormierungsschemas. In der Counterterm-Methode, die wir bisher hatten, musste man ja letztlich die Divergenzen festlegen, sodass die Theorie endlich wird, aber dann konnte man immer noch endliche Anteile zu den Countertermen hinzuzählen. Und diese endliche Freiheit, die man dann festlegt durch die Wahl eines Renormierungsschemas, die entspricht eben ganz genau auch dieser Freiheit hier, lokale hermetische Anteile zur Lagrange-Dichte hinzuzuzählen. Da hat mir eben schon charakterisiert, wenn man dann irgendeine Wahl trifft, dann ist dadurch festgelegt, wie man die Theorie parametrisiert, was ist die Relation zwischen Parametern und Observablen, was sind die numerischen Werte von Parametern, wenn ich eine Observable gemessen habe und so weiter. So, das heißt, diese Störungstheorie-Betrachtung hier, die regularisierungsunabhängig ist, ist völlig im Einklang mit der Renormierungsprozedur. Aber jetzt muss für Sie eine ganz zentrale neue Frage entstehen. Nämlich, diese Imaginärteile und nicht lokalen Anteile sind ja jetzt völlig unabhängig von der Regularisierung eindeutig festgelegt durch die Physik. In unserer bisherigen Rechnung haben wir aber mit dimensionaler Regularisierung irgendwie gerechnet und da kamen irgendwelche Imaginärteile raus. Welche Frage haben Sie jetzt also, ob das die richtigen Imaginärteile waren? Das ist ja eigentlich überhaupt nicht offensichtlich. Dafür brauchen wir also noch ein Theorem. Und das ist dann aber das letzte Theorem. Und dann schließt sich der Kreis vollständig. Nämlich die dimensionale Regularisierung liefert haargenau die Imaginärteile, die sie auch liefern muss, damit hier Unitarität und Kausalität gelten. Und das ist von Speer bzw. Breitenlohner Meiser. Die dimensionale Regularisierung plus diese Vorschrift MS bar für die Renormierungsbedingung, dass man also als Counterterm immer nur den divergenten Anteil nimmt, die ist eine Möglichkeit von natürlich unendlich vielen, diese korrekte Quantenfeldtheorie zu liefern. Sie müssen beweisen, und das ist hier bewiesen worden, dass die dimensionale Regularisierung plus dieser minimalen Subtraktion als ein beispielhaftes Renormierungsschema genau im Einklang mit dieser Unitaritäts- und Kausalitätsbetrachtung ist. Und damit haben wir jetzt wirklich das absolute Ziel vom Beginn des Kapitels erreicht, nämlich jede Theorie, die durch zunächst mal eine Lagrange-Dichte auf klassischer Ebene definiert ist, kann zu beliebig hoher Ordnung ergänzt werden. Wir können die Theorie endlich machen durch Addition von Countertermen. Und wenn wir dimensionale Regularisierung plus minimale Subtraktion benutzen, dann ist die entstehende Theorie komplett im Einklang
mit dieser physikalischen Forderung Unitarität der S-Matrix plus Kausalität. Das heißt, es ist eine physikalisch absolut sinnvolle relativistische Quantenfeldtheorie, die da am Ende rauskommt. Jede andere Möglichkeit, so eine konsistente Theorie zu konstruieren, würde sich hierdurch eben genau um das unterscheiden. Das heißt, durch Änderung dieser endlichen Anteile der Counterterme, mit anderen Worten, durch Änderung des Renormierungsschemas. Also jede weitere. Unterscheidet sich davon durch Addition von Countertermen bzw. Änderung des Renormierungsschemas. Ja, und damit haben wir ein befriedigendes Endergebnis erreicht. Gibt es dazu noch Fragen? Von der Logik her ist hier nichts mehr hinzuzufügen, aber ich würde gerne noch abschließend einige Bemerkungen machen zur Renormierung. Und zwar, warum sollte eigentlich diese ganze Renormierung funktionieren, mit diesen Divergenzen und Countertermen? Beziehungsweise versuchen wir eine Interpretation zu geben. Okay, warum funktioniert das Ganze? Ein technischer Grund ist klar, nämlich aus technischer Sicht war es einfach so, dass die ganzen Divergenzen, die in den Schleifenintegralen aufgetaucht sind, Polynome in den Impulsen waren. Die Polynome entsprechen im Ortsraum lokalen Wechselwirkungen, die man durch lokale Lagrange-Dichten darstellen kann. Deswegen konnte man die durch die Lagrange-Dichte absorbieren. Also die V-Divergenzen entsprechen Polynomen in den Impulsen und damit lokalen Counterterm-Lagrange-Dichten. Okay. Aber das ist vielleicht noch nicht ganz eine physikalisch tiefgreifende Erklärung. Und ich möchte versuchen, mit Ihnen eine physikalische Ursache der Renormierbarkeit und Renormierungstheorie zu geben. Entweder eine Ursache oder eine Interpretation, je nach Sichtweise. Also entweder sagen Sie, die Quantenfeldtheorie beschreibt natürlich die Natur, dann folgt aus dieser Renormierungstheorie jetzt eine Sichtweise oder ein tiefes Verständnis der Natur. Oder Sie sagen, die Natur verhält sich so und so und überraschenderweise wird das durch die Quantenfeldtheorie beschrieben. Also wovon rede ich jetzt? Wir müssen jetzt anfangen vom Urschleim und nochmal fragen, was ist eigentlich Physik? Wenn wir uns fragen, was ist Physik oder was ist der Zweck von Physik, dann ist die Antwort, wir versuchen eigentlich zunächst mal die Natur zu beobachten, möglichst viele Naturphänomene zu registrieren und dann auf möglichst einfache Weise zu beschreiben mit physikalischen Gesetzen. Und die Gesetze sind natürlich umso mächtiger, je einfacher sie sind und desto mehr Phänomene sie mit dem gleichen Gesetz beschreiben können. Aber bisher gab es kein physikalisches Gesetz, was wirklich absolut alle Naturphänomene gleichzeitig beschreiben kann. Jedes Gesetz, das Sie kennen, hat natürlich irgendeinen begrenzten Gültigkeitsbereich. Und wie entsteht dann Fortschritt in der Physik? Indem Sie zunächst mal irgendwo anfangen, zum Beispiel Sie beobachten halt Äpfel, die vom Baum fallen oder Steine, die Sie aus der Kanone rausschießen und so, und sukzessive arbeiten Sie sich nach vorne bis zur Atomphysik und Elementarteilchenphysik. Aber wieso können Sie eigentlich so Fortschritte machen? Zum Beispiel, wieso können Sie starre Körper in der klassischen Mechanik untersuchen, zum Beispiel Steinwürfe untersuchen und dann einfach
Körper als Punktmassen betrachten oder vielleicht als starr mit einem Trägheitsmoment und Drehimpuls? Warum müssen Sie nicht die ganze Festkörperphysik verstanden haben und die Quantenmechanik des Festkörpers und phononische Anregungen des Steins, den Sie werfen, um halt den Wurf beschreiben zu können? Warum müssen Sie das nicht? Genauso, wenn Sie in dem Altertum meinetwegen Flüsse, Wasser oder so beschreiben, reicht es aus, zu sagen, Wasser ist flüssig, wird beschrieben durch irgendeine Viskosität, durch Druck und Dichte vielleicht, und dann können Sie halt mit einfachen Gesetzen für Viskosität, Druck, Dichte etc. halt Flüsse von Wasser beschreiben. Da brauchen Sie auch nicht zu wissen, dass das Wasser eigentlich aus Molekülen besteht, die irgendwelche Dipolwechselwirkungen machen, und die Moleküle bestehen noch aus Atomen, Atomkernen, Elementarteilchen und so. Wieso müssen Sie das eigentlich nicht wissen, um Hydrodynamik machen zu können? Genauso in der Atomphysik haben Sie halt Atomkerne, die werden durch die starke Wechselwirkung zusammengehalten oder vielleicht auch durch schwache Wechselwirkung, und das müssen Sie auch nicht wissen, um das Wasserstoffatom beschreiben zu können. Das heißt, man sieht hier eine gewisse Hierarchie in der Physik oder so eine Trennung von Phänomenen. Es scheint immer möglich zu sein, gewisse Phänomene zu isolieren und beschreiben zu können, unabhängig davon, ob man versteht, was bei kleineren Abständen oder höheren Energieskalen passiert. Das heißt, die Physik und die Natur schützt sich immer gegenüber Effekte von höherer Energie. Wenn wir das mal so formalisieren, würde ich das mal folgendermaßen vielleicht aufschreiben. Also es gibt hier eine grundlegende Tatsache. Wenn Sie eben an, sagen wir mal, starren Körper denken oder Wasser etc. oder auch Atome, die sind immer beschreibbar durch einfache, effektive Gesetze, zum Beispiel eben Newtonsche Mechanik, Hydrodynamik oder die Schrödinger-Gleichung für das Atom. Und diese effektiven Gesetze, die müssen nichts wissen über fundamentale Physik. Beispiel, der starre Körper und das Wasser muss nichts über Atomphysik bzw. Molekülphysik wissen. Die Atomphysik muss nichts über Kern- oder Elementarteilchenphysik wissen. Und auch die Elementarteilchenphysik muss nichts wissen über Quantengravitation oder Stringtheorie, sondern die Physik ist hierarchisch geordnet, und zwar nach was? Nach Energien oder nach Abstandskalen. Sie sehen, dass immer langreichweitige Phänomene oder makroskopische Phänomene beschrieben werden können durch makroskopische Größen wie Gesamtmasse oder Trägheitsmoment oder Viskosität, aber mikroskopische Gesetzmäßigkeiten sind irrelevant. Das heißt, eine grundlegende Beobachtungstatsache ist, die Physik bei Energie E ist insensitiv auf Physik bei viel höheren Energien. Beziehungsweise bei kleineren Abständen, was ja in der Quantenmechanik dasselbe ist. Also Sie müssen eben nicht die Naturgesetze auf 10 hoch minus 15 Meter kennen, um Atomphysik zu machen. So, warum erwähne ich das jetzt hier? Warum, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es auch früher schon oft diskutiert, diese gleiche Tatsache, aber in der klassischen Mechanik
braucht man das üblicherweise nicht diskutieren. In der Elektrodynamik braucht man es auch nicht diskutieren. In der Quantenmechanik diskutiert man es üblicherweise auch nicht. Warum hier? Weil in der Quantenfeldtheorie prinzipiell eingebaut ist, dass die Theorie bis zu Abständen gleich Null gilt. Weil wir haben ja lokale Wechselwirkungen, entsprechend Delta X kann bis zu Null werden und in den Loop-Integralen integrieren wir die Energie bis zu unendlich. Das heißt, die Theorie enthält notwendigerweise Abstand gleich Null und Energie gleich unendlich. Das heißt, wir sind sensitiv prinzipiell auf alle Energieskalen und dann ist das eine wichtige Diskussion. Und was die Renormierungstheorie uns jetzt sagt, ist eben, dass trotz dessen, dass die Loop-Integrale bis zur Energie unendlich gehen und deswegen eigentlich eine Sensitivität auf alle Energien vorliegt, haben wir trotzdem auch in der Quantenfeldtheorie diese Hierarchie. Nämlich, das ist genau das, was dieser Limes hier ausdrückt. Die Regularisierung, Epsilon ungleich Null, die modifiziert ja das Hochenergieverhalten der Theorie, die ändert sozusagen, oder ist ein effektiver Ultraviolett-Cut-Off, ändert irgendwie das Verhalten bei beliebig großen Energien. Aber die Tatsache, dass der Limes Epsilon gegen Null existiert, heißt eben genau, dass wir insensitiv auf diese Änderung sind. Für hinreichend kleine Epsilon spielt das Epsilon keine Rolle mehr. Das heißt, in der Quantenfeldtheorie haben wir auch diese Insensitivität. Und die ist genau äquivalent dazu, dass der Limes existiert, also dass die Theorie renormierbar ist. Das heißt, die Quantenfeldtheorie plus Renormierung. Erklärt bzw. beschreibt diese Tatsache. Nämlich die Regularisierung entspricht einer Änderung des Hochenergieverhaltens. Dass der Limes für Epsilon gegen Null existiert, bedeutet eben eine Insensitivität. Auf Sichtweise können Sie jetzt entweder sagen, die Quantenfeldtheorie ist die beste physikalische Theorie, die wir haben. Und in der Tat, wenn wir davon ausgehen, dann liefert die jetzt endlich eine Begründung für diese Beobachtungstatsache, weil in der Quantenfeldtheorie genau diese Hierarchie und diese Separation von Energieskalen und Längenskalen implementiert ist. Oder Sie sagen eben, ja, die Beobachtungstatsache hat Vorrang. Und dann ist klar, dass die Quantenfeldtheorie das auch implementieren muss und daraus ergibt sich physikalisch anschaulich dann die Renormierbarkeit von Quantenfeldtheorien. Jetzt eben noch ganz kurz eben die Charakterisierung von renormierbaren und nicht renormierbaren Theorien. Wenn wir also eine renormierbare Quantenfeldtheorie haben, dann heißt das ja, wir haben endlich viele Parameter, dann ist also die Physik durch endlich viele Parameter beschreibbar. Ähnlich wie beim Wasser. Das Wasser ist eben durch endlich viele Parameter wie Viskosität, Dichte, Druck und so beschreibbar. Aber es gibt ja auch nicht renormierbare Quantenfeldtheorien. Die haben im Prinzip unendlich viele Parameter, aber, hatten wir schon gesagt, die haben meistens so eine ebenfalls Hierarchie und das will ich hier nochmal in Gleichungen auch zeigen. Also wir können dann schreiben, die Lagrange-Dichte ist einmal eine Lagrange-Dichte mit Dimensionen kleiner gleich 4 Operatoren. Da gibt es immer nur endlich viele Parameter drin, oder jedenfalls normalerweise endlich viele Parameter.
Und dann gibt es eine Lagrange-Dichte mit Dimensionen größer als vier Operatoren, wie zum Beispiel 4 hoch 5. Und da haben wir gesehen, da braucht man dann typischerweise unendlich viele, damit die Theorie endlich wird. So, das heißt, die Parameter, die hier drin sind, die sind ja jetzt dimensionsbehaftet, weil die Operatoren wie 4 hoch 5 eine Einheit haben, größer als Masse hoch 4, müssen die Koeffizienten, also die Parameter, gehen wie 1 durch eine Masse zu irgendeiner Potenz. Bei Dimension 5 hätten wir 1 durch Masse, bei Dimension 6 1 durch Masse Quadrat, bei Dimension 7 1 durch Masse hoch 3. Aber auf jeden Fall müssen alle Koeffizienten, die hier drin stehen, unterdrückt sein mit 1 durch eine gewisse Masse zu der entsprechenden Potenz. Und wenn wir jetzt ausrechnen den Beitrag von diesen vielen Parametern zu irgendeiner Observable, Observable ist charakterisiert durch die Energie E, dann ist klar, dass aus Dimensionsgründen diese ganzen zusätzlichen Parameter hier eingehen müssen, proportional zu der dimensionslosen Größe E durch M zur entsprechenden Potenz 1, 2, 3 und so weiter, je nach der Dimensionalität dieser Operatoren. Kann ja nicht anders sein. Wenn Sie dimensionslose Größen anschauen, muss dieses Verhältnis hier auftauchen. Und jetzt sehen Sie, diese Masse hier ist natürlich fix durch die Theorie vorgegeben. Und wenn Sie Energien betrachten, die hinreichend klein sind gegenüber dieser Masse, dann fallen alle diese Parameter weg oder die werden alle irrelevant. Und diese ganzen Beiträge der höherdimensionalen Parameter gehen gegen Null. Nach so einem Potenzgesetz. Allgemein wissen wir jetzt nicht, was der Wert dieser Masse ist, aber es ist immer klar, dass wenn sie hinreichend niedrig mit der Energie gehen, dann werden diese Größen beliebig irrelevant. Das heißt, die Relevanz dieser vielen, unendlich vielen Parameter für Observablen bei der Energie E geht gegen Null für E viel kleiner als diese ganzen Massen. Und dann verbleiben eben als relevante Parameter nur noch die in dieser Dimension kleiner gleich 4 Lagrange-Dichte und das sind halt üblicherweise endlich viel oder jedenfalls weniger. Und sowas nennt man dann effektive Quantenfeldtheorie. Und in diesem Sinn sind die nicht renormierbaren Theorien genauso vorhersagekräftig wie renormierbare. Vorhersagekräftig für kleine Energien. Und in relativ genauer technischer Analogie kann man sehen, dass sowas wie Hydrodynamik ist wie so eine effektive Quantenfeldtheorie. Oder auch die Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom können Sie aus der Quantenfeldtheorie der QED als so eine effektive Quantenfeldtheorie gewinnen, wo Sie solche Potenzen von höheren Ordnungen haben, wenn Sie die dann entsprechend vernachlässigen, kommt genau die Schrödinger-Gleichung heraus, wie Sie sie kennen. Aber wenn Sie die nicht vernachlässigen, haben Sie halt höhere Ordnungskorrekturen zur Schrödinger-Gleichung. Also das erklärt genau diese Überlegung hier. Okay, damit haben wir insgesamt das Thema Renormierung erstmal abgeschlossen. Wir haben hier ein schönes Bild erreicht und können jetzt zu einem neuen Thema kommen. Thema. Und zwar hatten wir bisher die Quantenfeldtheorie motiviert. Ich hatte Ihnen durch physikalische Überlegungen wie Kausalität, relativistische Invarianz gezeigt, dass überhaupt Felder und
lokale Größen, lokale Feldoperatoren notwendig sind, um relativistische Quantentheorien zu formulieren. Dann haben wir Störungstheorie uns erarbeitet inklusive Renormierung und können damit jetzt Feynman-Diagramme in beliebiger Ordnung ausrechnen und kriegen Green-Funktionen. Und schon öfter mal habe ich Bemerkungen gemacht zu Observablen, aber streng genommen können wir noch überhaupt keine Observablen ausrechnen, weil wir nicht wissen, wie Observablen mit Greenschen Funktionen zusammenhängen. Und das kommt genau jetzt. Das heißt, wir werden jetzt endlich besprechen, wie wir aus den Green-Funktionen, die wir rechnen können, Observablen extrahieren. Und da gibt es unterschiedliche Observablen, die wir extrahieren können. Aus der normalen Quantenmechanik kennen Sie sowas wie Eigenwerte des Hamilton-Operators, würde Ihnen dann die Grundzustands- oder angeregten Energien vom harmonischen Oszillator oder vom Wasserstoffatom liefern. Sowas gibt es hier auch. Das Analoge wären die Ruhemassen von irgendwelchen Teilchen, die man ausrechnen kann. Und das Zweite, was man oft ausrechnet, sind Streuungen, also Reaktionen zwischen verschiedenen Teilchen. Die werden durch die S-Matrix beschrieben. Das heißt, die zwei Sorten von Observablen, die wir jetzt hier charakterisieren wollen, sind einmal Eigenwerte und Ruhemassen von Teilchen und zum anderen Streuungen und die S-Matrix. Und das lässt sich alles aus den Greenschen Funktionen extrahieren. Und wir werden hier jetzt einige exakte Theoreme herleiten, die unabhängig von der Störungstheorie gelten, die einfach exakt gelten und die uns die genaue Relation zwischen Green-Funktionen und diesen Observablen liefern. Einige von Ihnen waren früher schon mal in der Standardmodellvorlesung, wo wir auch Streuungen besprochen haben. Und da haben wir die Streuungen über Feynman-Diagramme hergeleitet, Ordnung für Ordnung. Und da haben wir nicht diese exakten Relationen zu Green-Funktionen benutzt, die wir hier jetzt kriegen, sondern eine störungstheoretische Definition der S-Matrix. Und das hier wird das von damals als Spezialfall enthalten, ist aber allgemeiner. Okay, das ist das Kapitel 4 zu exakten Resultaten. Und andere Observablen. Also Observablen, Relation zu Greenfunktionen. Machen, nämlich okay, tut mir leid für die Unterbrechung. Auf jeden Fall, das ist unser Ziel und fangen wir an mit einigen Voraussetzungen. Und zunächst mal sammeln wir einige Voraussetzungen an Operatoren und Greenfunktionen. So, die Quantenfeldtheorie soll jetzt gegeben sein und wir nehmen an, dass wir alles ausrechnen können bzw. alles ausgerechnet haben für eine Quantenfeldtheorie und dann ist alles gegeben, was wir jetzt auflisten, nämlich zunächst mal ist gegeben der Viererimpulsoperator. P μ, der ja gleichzeitig der Generator für Translationen ist, das heißt E hoch I mal P μ liefert uns Translationen. Dann haben wir einen Zustand gegeben, nämlich das Vakuum. Und das Vakuum ist der eindeutige Grundzustand des Hamilton-Operators. Also das ist der Grundzustand von P0. Und das Vakuum ist auch Lorentz-invariant, deswegen ist es auch unter
Translation invariant, das heißt, wenn wir das räumliche P aufs Vakuum anwenden, kriegen wir ebenfalls 0. Das heißt, wir haben insgesamt die Gleichung P mü angewendet aufs ganze Vakuum ist gleich 0. Also da haben wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit die Grundzustandsenergie auch auf 0 gesetzt und der räumliche Impuls des Vakuums ist natürlich auch 0. Das ist gegeben. Zweitens sind jetzt Feldoperatoren gegeben, und zwar lokale, kausale Feldoperatoren. Sagen wir Phi I von X oder Psi I von X und so weiter. Oder auch Produkte von Feldoperatoren sind möglich, wie zum Beispiel Phi I von X mal Phi J von X und so weiter. Also das ist alles möglich. Wir haben also lokale Operatoren und die Green-Funktionen von diesen Operatoren haben wir ja berechnet und können die konstruieren. Wir wollen jetzt nicht unterscheiden zwischen elementaren Feldoperatoren und solchen zusammengesetzten Feldoperatoren. Das Wichtige ist, die sind lokal und haben eine relativistische Kovarianz. Das heißt, wir fassen alle Sets zusammen als allgemein ein Operator OI von X und das soll so ein lokaler Operator sein. Entweder ist das jetzt unser Original Phi von X, was wir immer hatten, oder Phi Quadrat von X oder irgendeine andere Kombination. Und für diese lokalen kausalen Operatoren gelten jetzt die Gleichungen, die wir bisher auch hatten. Fasse ich nur zusammen, nämlich erstens Kausalität, also bei raumartig getrennten Punkten kommutieren zwei beliebige von diesen lokalen Feldoperatoren. Und zwar muss man unterscheiden, entweder kommutieren oder antikommutieren, je nach Bose- oder Fermi-Statistik, also hier jeder Operator hat irgendeine Statistik und je nachdem kommutiert oder antikommutiert er mit anderen an raumartig getrennten Punkten. Also für x minus y Quadrat kleiner als 0. Das hier ist die Kausalität. Das ist ja eine der zentralen Bedingungen an unsere relativistische Quantenfeldtheorie. Zweitens, was wir auch schon an konkreten Beispielen hatten, wenn wir eine Translation dran anwenden, dann ändert sich das Ortsargument, also E hoch I Impulsoperator mal einer Verschiebung A μ mal zu einem Operator OI von X mal E hoch minus I Impulsoperator mal A μ. Dann verschiebt das Argument und es kommt heraus OI von dem verschobenen Argument x plus a. Dieses hier bedeutet, dass wir das Ortsargument x tatsächlich als Ort auffassen können und das hier als Translation im vierdimensionalen Raum, das heißt, das Ganze entspricht der Lokalität und weist erstmal diesem Argument hier die Bedeutung zu, die wir eigentlich uns vorstellen. Und was Analoges könnte man auch hinschreiben für Lorentz-Transformationen. Aber das will ich jetzt nicht hinschreiben. Und dann gibt es drittens eine Bedingung, und die führt jetzt ein bisschen über das hinaus, was wir bisher hatten. Beziehungsweise wir haben es noch nicht gefordert, aber es war automatisch immer der Fall. Nämlich, wir betrachten ja Feldtheorien und eine Feldtheorie unterscheidet sich eben von einer Nicht-Feldtheorie, dass die Felder letztlich alles bestimmen. Alle Zustände und alle Operatoren lassen sich aus diesen lokalen Feldoperatoren zusammensetzen. Dann haben wir eine Feldtheorie. Und das heißt insbesondere Folgendes, dass nämlich alle Zustände sich aus diesem Vakuum erzeugen lassen durch eine vielfache Anwendung von allen möglichen Feldoperatoren. Alle Zustände lassen sich als Linearkombination
solchen Größen wie OI von X, OJ von Y und so weiter angewendet aufs Vakuum darstellen. Das ist die Vollständigkeit. Es gilt noch was Allgemeineres, nämlich wenn Sie zwei beliebige Zustände nehmen, die im Hilbertraum der Theorie drin sind, dann heißt es eben, es muss irgendwelche lokalen Feldoperatoren geben, zwischen denen dann das Matrixelement zwischen den zwei Zuständen ungleich null ist. Ansonsten könnten Sie nicht zwischen dem einen und dem anderen Zustand hin und her schalten durch Anwendung von Feldoperatoren. Und dann wären die Felder eben unvollständig in dem Sinne. Und speziell hier haben wir es jetzt fürs Vakuum geschrieben. Okay, das sind die Grundbedingungen an die Feldoperatoren und an den Impulsoperator. Und jetzt haben wir ja kennengelernt, dass wir hauptsächlich Green'sche Funktionen ausrechnen können, also diese zeitgeordneten Vakuumerwartungswerte. Green-Funktionen sind also gegeben, die können wir allgemein schreiben als G mit Index OI, OJ und so weiter, mit Argument X1, X2 etc. Und die wären eben definiert als Vakuumerwartungswert vom T-Produkt von OI von X1, OJ von X2 und so weiter und dann wieder Vakuum. Die seien also alle definiert. Um die zu definieren, brauchen wir also Renormierung und Regularisierung, aber am Ende des Tages haben wir Epsilon gegen 0 erreicht und dann sind alle Green-Funktionen sozusagen bekannt. Und dann haben wir also die Theorie definiert mit all diesen Bausteinen und in diesem Kapitel lernen wir jetzt, wie wir aus diesen Bausteinen die gewünschten Observablen und die Physik extrahieren können. Jetzt eben einige Bemerkungen hierzu. Nämlich die erste Bemerkung, das Ganze lässt sich axiomatisch formulieren als axiomatische Quantenfeldtheorie. Da gibt es dann sogenannte Whiteman-Axiome von Whiteman. Plus das Rekonstruktionstheorem. Das Rekonstruktionstheorem besagt dann, dass die Green-Funktionen tatsächlich ausreichen, wenn Sie die also alle gelistet hätten, können Sie daraus alle Operatoren und deren Matrixelemente wieder rekonstruieren. Das ist gut für uns, denn wir wissen jetzt ganz genau, wie wir alle Green'schen Funktionen ausrechnen können und nach diesem Rekonstruktionstheorem ist das Wissen über die Green-Funktion äquivalent zum Wissen über alle Operatoren und deren Matrixelemente. Dann gibt es auch noch sogenanntes Osterwalder-Schrader-Theorem, was man mal nennen kann. Das betrifft die Wick-Drehung, die wir hier auch durchgenommen haben zwischen euklidischer Metrik und Minkowski-Metrik. Und das Theorem sagt dann, dass wenn Sie Green-Funktionen in euklidischer Metrik gegeben haben, können Sie daraus durch analytische Fortsetzung in der Tat Green-Funktionen für Minkowski-Metrik gewinnen. Das heißt, das ist eine nicht störungstheoretische Bestätigung von unserer Wick-Rotation, die wir ja für die Lobrechnung benutzt haben. So, das ist gut. Drei Bemerkungen zu negativen Punkten. Nur um ein bisschen
Missverständnisse zu vermeiden. Einiges, was Sie vielleicht naiv denken könnten, haben wir hier nicht gefordert und gilt im Allgemeinen auch nicht. Zum Beispiel haben wir keine kanonische Quantisierung gefordert. Für diese volle Theorie jetzt nach Renormierung und Regularisierung, nach Epsilon gegen Null, gilt eigentlich keine kanonische Quantisierung mehr. Also ist nicht gefordert. Denn die kanonische Quantisierung wäre ja, wenn man es machen würde, mathematisch singulär für Epsilon gegen 0. Denn in dem Limes Epsilon gegen 0 divergiert ja unsere nackte Lagrange-Dichte. Das heißt, die kanonischen Vertauschungsrelationen, die würden dann auch divergieren. Die gelten also nicht für die renommierte Theorie und in der Tat steht hier in unserer Liste der Voraussetzungen nichts über kanonische Vertauschungsrelationen. Das Einzige, was wir fordern an Vertauschungsrelationen, sind kausale Vertauschungsrelationen. Die sind ja letztlich eine Konsequenz aus kanonischen Vertauschungsrelationen, aber halt die Umkehrung gilt nicht. So, dann im Allgemeinen gibt es keine Darstellung von diesen Feldoperatoren durch Erzeuger und Vernichter. Bei freien Feldern hatten wir ja diese schöne Anatomie gefunden, Phi von x, Feldoperator ist so ein Integral über A und A Decker, Erzeuger und Vernichter von freien Teilchenzuständen. Und das stimmt hier nicht, haben wir nicht gefordert und das stimmt im Allgemeinen auch nicht, weil das eben bei Wechselwirkung nicht stimmen kann. Diese ganzen Phis, die ich jetzt aufschreibe, sind nie oder normalerweise keine freien Felder, sondern eben Felder im Heisenberg-Bild in Gegenwart von Wechselwirkung. Schließlich gibt es manchmal so aus der Teilchenphysik so eine gewisse Intuition, weil man es da gewöhnt ist, dass es in der Theorie gibt ein Elektronenfeld, ein Z-Bosonfeld, ein Photonfeld und so. Das heißt, man denkt sich manchmal, es gibt einen 1:1 Zusammenhang zwischen Feldoperatoren und Teilchensorten. Und den Zusammenhang gibt es im Allgemeinen auch nicht. Manchmal ja, aber im Allgemeinen nicht. Also im Allgemeinen gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Feldern, Phi und Teilchentypen. Das ist allerdings nicht immer falsch, aber im Allgemeinen falsch. Letzte Bemerkung, die ist vielleicht etwas kryptisch, aber ich will es mal vorausschicken, damit Sie dann später nicht vom Hocker fallen, nämlich Eichtheorien. Gibt es ja, sind die wichtigsten realistischen Theorien. Aber die erfüllen nicht alle Voraussetzungen hier oder insbesondere nicht diese axiomatische Formulierung in Form von Weidmann-Axiomen, erfüllen die Eichtheorien nicht und auch Theorien mit masselosen Teilchen. Allgemeinerte Axiomensysteme, die dann erfüllen, aber in der Urform erfüllen die Axiome nicht und das führt zu manchen Konsequenzen, wie zum Beispiel Higgs-Mechanismus. Der wäre nämlich ein Widerspruch zu diesen Axiomen. Also nur um Ihnen da einen spaßigen Ausblick zu geben, also was kann in Eichtheorien alles schiefgehen? In Eichtheorien kann zum Beispiel das schiefgehen, dass Sie die Norm von einem Zustand anschauen, also Skalarprodukt von einem Zustand mit sich selbst, ist ja die Norm. Und in der Eichtheorie haben Sie Vektorfelder mit einem Lorentz-Index und wenn Sie jetzt relativistische Invarianz fordern, dann kriegen Sie manchmal raus, dass die Norm hier proportional sein muss zu
zu sowas wie einem metrischen Tensor, denn der ist ja Lorentz-invariant. Dummerweise hat aber der metrische Tensor positive und negative Einträge. Das heißt, in so einem Fall ist es dann unweigerlich, dass einige Zustände hier negative Normen haben. Also das Skalarprodukt mit sich selbst ist negativ. Und dann haben Sie keinen Hilbertraum, weil ein Hilbertraum hat ja das Axiom, dass alle Normen von allen Zuständen positiv ist. Das heißt, dann ist der Zustandsraum kein Hilbertraum. Also das ist natürlich ein Axiom jeder Quantentheorie. Das heißt, die Eichtheorien gehen darüber hinaus und müssten dann dergestalt erweitert werden. Das können Sie vermeiden, indem Sie die Lorentz-Invarianz brechen. Dann haben Sie aber die Lorentz-Invarianz gebrochen. Das heißt also, oder manifeste Lorentz-Invarianz gebrochen. Aber das ist natürlich auch ein Axiom hier in dieser axiomatischen Feldtheorie, dass wir manifest die Lorentz-Invarianz erfüllen. Oder man kann manchmal auch Kausalität verletzen, indem diese Kommutatoren hier nicht null sind für raumartig getrennte Punkte. Und so weiter. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, was man alles falsch machen kann. Zum Beispiel könnte auch manchmal erreicht werden, dass der Hamilton-Operator nach unten unbeschränkt ist und es keinen Grundzustand gibt. Aber wie dem auch sei, irgendwas geht in Eichtheorien immer schief. Und was schief geht, hängt davon ab, welche Eichung Sie wählen bei der Quantisierung zum Beispiel. Und dann müssen Sie eben das Axiomensystem erweitern. Wunderschön. Das sind also erstmal die Grundvoraussetzungen an unsere Theorie. Und wir gehen noch ein bisschen mehr ins Detail, um noch Voraussetzungen an die Zustände, die in unserem Hilbertraum existieren, aufzuschreiben und die Zustände genauer zu charakterisieren und zu klassifizieren nach nicht nur Vakuum, sondern dann Teilchenzustände oder Mehrteilchenzustände und so weiter, Teilchenzustände unterschiedlichen Typs. Aber bevor wir dahin kommen, will ich kurz was Mathematisches einschieben, nämlich wir wollen hier mathematisch relativ präzise vorgehen und auch Konvergenzuntersuchungen machen. Das heißt, wir brauchen ein paar Aussagen, die über Integrale gehen und über Wellenpakete und über Konvergenz eben für gewisse Limites. Das sind also einige mathematische Hilfssätze. Das ist wirklich unglaublich, dass ich das nicht schon vor Jahren angefangen habe. Okay, Motivation zu diesen Hilfssätzen ist erstmal das freie Feld, was wir noch kennen aus der Erinnerung. Nur zur Klarstellung, wir behandeln hier eigentlich nicht freie Felder. Nur zur Motivation, welche Mathematik jetzt so interessant sein könnte. Nochmal das freie Feld aufgeschrieben, diese berühmte Anatomie. Phi von x war ein Integral mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß dp Schlange. Und ich gebe dem jetzt mal ein Argument m Quadrat. Und dann a von p mal e hoch minus i px plus d Kreuz von p mal e hoch i px. Das ist also ein komplexes Feld. Das hier ist ein Erzeuger für Antiteilchen. Das hier ist ein Vernichter für Teilchen. Und das hier ist das Lorentz-invariante Integralmaß d3p geteilt durch 2pi hoch pi mal 2 mal der Energiekomponente, die eine Abkürzung ist für p Quadrat plus m Quadrat. Und dieses m Quadrat ist das m-Quadrat aus diesem Argument des Integralmaßes hier. Eine Frage, ich schreibe vielleicht nochmal zur super Verdeutlichung auf, Phi Decker,
Phi Delta wäre natürlich das gleiche Integralmaß. Und dann A Delta von P mal E hoch plus IPX plus B ohne Delta von P mal E hoch minus IPX. Und die Frage, die ich an Sie habe, ist, wir haben jetzt das Phi dargestellt als eine Art Fourier-Transformation von A und B Delta. Wie können wir die Umkehr-Fourier-Transformation schreiben? Wie können wir das A oder A Delta zurückgewinnen aus dem Phi? Da braucht man ja logischerweise eine Art Rückwärts-Fourier-Transformation. Aber halt nicht genau, wegen diesem Nenner des Integralmaßes. Wegen dieses Nenners hier können wir nicht einfach eine normale Fourier-Rücktransformation machen, sondern müssen die etwas modifizieren. Und die erste Frage, die wir jetzt beantworten sollten, ist, wie genau muss die Fourier-Rücktransformation aussehen, damit wir dieses A-Delta von P hier gewinnen können. Das A-Delta steckt also im Phi-Delta drin und wäre hier die Fourier-Komponente proportional zu E hoch IPX. Aber wir machen hier ja eine dreidimensionale Fourier-Transformation und das hängt auch nur von den drei Komponenten des räumlichen P ab. Aber hier wird ja auch trotzdem das P0 in der E-Funktion geändert im Verlauf dieser Fourier-Transformation. Deswegen ist eine simple Rücktransformation nicht möglich. Okay. So, und da gibt es eben eine Antwort und die sollten wir erstmal aufschreiben. Dafür die folgende Definition. Ein neues Objekt, D0, Ableitung nach der Zeit nach rechts und links. Das brauchen wir hierfür. Das ist einmal die Ableitung nach der Zeit nach rechts wirkend minus Ableitung nach der Zeit nach links wirkend. So wird das definiert. Und damit können wir das lösen. Das nenne ich mal Proposition 1. Nämlich, wenn Sie das hier aufschreiben, I mal dem dreidimensionalen Integral über x von e hoch i p'x mal d0 nach rechts und links von e hoch minus i px. Was ist das jetzt? Haben wir also hier zweimal eine vierdimensionale e-Funktion, aber wir machen nur ein dreidimensionales Integral. Das P ist jetzt fixiert als ganzer Vierervektor, komplett fixiert. Das P' ist ebenfalls als Vierervektor fixiert. Das X ist ein Vierervektor mit einer Nullkomponente. Die spielt hier überhaupt keine Rolle. Aber über die drei Komponente wird integriert. So, was kommt jetzt raus, wenn wir das ausrechnen? Dann haben wir also hier die Ableitung zu bilden. D0 wirkt einmal nach rechts mit Plus. Dann wirkt es hier nach rechts, wird x0 abgeleitet, das gibt also als Vorfaktor minus i mal p0. Zieht also herunter minus i mal p0. Zusammen mit diesem i gibt es einen Vorfaktor p0. Dann wirkt diese Ableitung nach links mit einem Minus. Und wenn es nach links wirkt, leitet es diese e-Funktion ab nach x0, gibt dann als Vorfaktor i mal p'0. Zusammen mit dem Minus, minus i mal p'0. Zusammen mit diesem i gibt es plus p'0. Das sind die zwei Vorfaktoren. Dann steht also hier im Integral genau das hier, p0 plus p'0, multipliziert mit den zwei e-Funktionen und integriert über das dreidimensionale x. Was gibt es, wenn wir dreidimensional über x integrieren? Der Integrant ist dann ja einfach e hoch i mal p' minus p mal x. Das Integral gibt dann eine dreidimensionale Delta-Funktion von dem vektoriellen p minus p'. Gibt 2 pi hoch 3 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von p-Vektor minus p'-Vektor. Und hier diese Zeitabhängigkeit in der e-Funktion, die spielt überhaupt keine Rolle für das Integral. Okay, und dann aber die Zeitabhängigkeit hat keine Rolle fürs Integral gespielt. Das heißt, es verbleibt einfach noch der Faktor, der von dem e hoch i mit dem x0 auftaucht. Und dann haben wir hier einmal e hoch i mal
P'0 und einmal e hoch minus i P0 insgesamt mal x0. Das verbleibt im Endergebnis. Klar? Das ist die erste Proposition oder der erste Hilfssatz, den wir hier brauchen. Das heißt, wenn wir diese Ableitung nach rechts und links hier wirken lassen zwischen zwei E-Funktionen, dann integrieren, kommt die Delta-Funktion raus, zusammen mit dem Vorfaktor P0 plus P'0 und so eine störende E-Funktion. Und dieser Vorfaktor hier, der ist so ähnlich wie 2P0, der hat die Chance, dieses 2P0 hier wegzuheben in diesem Integralmaß. Probieren wir es aus, das wäre dann ein Satz über A Decker. So, hier können wir jetzt das A Decker extrahieren. Nichts leichter als das. I mal Integral d3x Phi Decker von x mal d0 nach rechts und links e hoch minus i px. So, was gibt das jetzt? P² ist gleich m². Über das p² hatten wir bis jetzt nichts vorausgesetzt, aber jetzt setze ich voraus, dieses p², was hier explizit auftaucht, ist gleich Masse², und zwar dieselbe Masse, die hier in dem Feldoperator auftaucht. Gut, was passiert dann? Innerhalb von dem Phi-Decker haben wir jetzt diese E-Funktion, und die wird genauso integriert wie in der Zeile oben drüber. Das heißt, für diese E-Funktion kommt genau das Ergebnis heraus. Und in dem Ergebnis sehen wir jetzt P-Vektor minus P-Vektor Strich Delta-Funktion. Dann integrieren wir hier drüber mit diesem Integralmaß und mit dem Vorfaktor A Decker von P. So, dann heißt es, dass erstmal die Delta-Funktion dieses Integral wegkürzt. Das P hier im Integrand wird gleich diesem P hier. Das P' wird zu diesem P0. Das heißt, wir haben hier 2P0. Das hebt genau dieses Integral den Nenner weg. Das 2Pi hoch 3 wird hier weggehoben. Und insgesamt verbleibt dann genau A Decker. Und diese E-Funktion hier ist eine 1, weil P0' und P'0 gleich werden. Wegen P² gleich M². Das heißt, es kommt genau raus A Decker von P. Das heißt, dieses komische D0 nach rechts und links ist ein Mittel zum Zweck, um diese Rücktransformation zu machen. Das heißt, dieses Lorentz-invariante Integralmaß in drei Dimensionen im Impulsraum, das bedingt bei der Fourier-Rücktransformation, dass man diese Ableitung hier ausführen sollte. So, das war Motivation. Jetzt haben wir also so eine Grundrelation mal hergeleitet für dieses Integral. Und wie gesagt, im Folgenden wollen wir uns so ein bisschen auch um echte Mathematik bemühen, sprich wir brauchen Wellenpakete, die Zustände normierbar machen und Integrale konvergent machen. Das hier ist ja eine Relation für Distributionen, das ist ja eigentlich kein konvergentes Integral, aber im Distributionssinn gilt das natürlich. Aber wenn wir auch echte Funktionen im Sinne der Mathematik betrachten wollen, dann brauchen wir Wellenpakete. Also ab jetzt bitte freie Felder vergessen. Jetzt sind die Felder wechselwirkende Felder und das war nur Motivation. Und jetzt betrachten wir mal Wellenpakete. Und die Wellenpakete können gelten zu entweder Zuständen mit p² gleich m² oder zu Zuständen mit p², sagen wir mal gleich s, ungleich m² oder zu p² gleich unbestimmt. Da können wir einmal eine Funktion g-Schlange von p Vektor, das wäre jetzt mal so eine Wellenpaketfunktion, die ein Wellenpaket im Impulsraum definiert. F-Schlange von P', das wäre ebenfalls eine Funktion, die ein Wellenpaket im Impulsraum definiert. Und dann H-Schlange von P'μ wäre ebenfalls ein Wellenpaket.
was im Impulsraum definiert sind, und mathematisch sollen das also Testfunktionen sein. Das heißt, die sind stückweise stetig und unendlich oft differenzierbar und haben kompakten Träger, das heißt, außerhalb von einem endlichen Intervall verschwinden die Funktionen. Dadurch sind die natürlich erst recht integrabel. Aber die sind eben sogar null außerhalb des endlichen Bereichs. Das reicht für die Physik völlig aus. So, dann können wir mal dreidimensionale Wellenpakete definieren im Ortsraum. Nämlich zum Beispiel g von x können wir definieren als ein Integral über dp Schlange mit der Masse m Quadrat von diesem g Schlange von p Vektor mal e hoch minus i px. Das wäre jetzt eine Funktion vom vierdimensionalen x, aber die Funktion vom vierdimensionalen x ist gegeben durch ein dreidimensionales Integral von diesem dreidimensionalen Wellenpaket. Und die Zeitabhängigkeit kommt halt daher, dass das p hier, p0, natürlich durch diesen Constraint p² gleich m² definiert ist. Diese Funktion erfüllt die Klein-Gordon-Gleichung Box plus m Quadrat angewendet auf dieses g von x ist gleich 0, weil nämlich, wenn Sie Box plus m Quadrat hier anwenden, wirkt es auf die e-Funktion und zieht herunter p Quadrat minus m Quadrat und das ist ja 0. Das heißt, so eine dreidimensionale, so ein dreidimensionales Wellenpaket von einem Zustand zur Masse m Quadrat können Sie entweder in drei Dimensionen schreiben im Impulsraum oder in vier Dimensionen in dieser Form, und in vier Dimensionen würde dann dieses Wellenpaket so eine Klein-Gordon-Gleichung erfüllen mit der entsprechenden Masse des Zustandes. Und auch hier wäre jetzt die Fourier-Rücktransformation, dass wir das G-Schlange aus dem G von X wieder gewinnen können, können Sie genauso machen wie hier. So, genauso F von X wäre jetzt gegeben durch, sagen wir mal, dp-Schlange zu irgendeinem anderen Massenwert s, f-Schlange von p mal e hoch minus i px. Das würde also dann erfüllen die Klein-Gordon-Gleichung d'Alembert plus s mal f von x gleich 0. Das wäre also genau das Analoge, bloß dass wir hier erlauben, dass die Masse irgendeinen anderen Wert hat. Und schließlich kann man auch vierdimensionale Wellenpakete betrachten. H von x ist gleich ein vierdimensionales Integral, sagen wir d4p geteilt durch 2pi hoch 4 mal h Schlange von dem p μ mal e hoch minus i. Und hier integrieren wir jetzt vierdimensional und dann erfüllt dieses h von x überhaupt keine bestimmte Gleichung mehr. So, das wären also Wellenpakete, und jetzt können wir mal was herleiten über Integrale über diese Wellenpakete. Proposition 2 wären zwei Wellenpakete, zwei dreidimensionale Wellenpakete zur selben Masse. S gleich m Quadrat. So. Dann betrachten wir folgendes: i mal Integral d3x über f Stern von x mal d0 nach rechts und links mal g von x. Dann ist also das Integral jetzt komplett endlich im Sinne von normaler Mathematik. Das sind ja komplett endliche Funktionen. Und wenn wir hier integrieren, ist aber das g eigentlich ein Integral über e hoch minus i px, und das f Stern ist ein Integral über e hoch plus i p'x. Wenn ich hier die Variablen mal p' nenne, dann sehen Sie, dass hier als Bestandteil genau dieser erste Hilfssatz steht. Und wir haben die Masse s gleich m² gesetzt.
Wenn wir s gleich m Quadrat setzen, dann vereinfacht sich hier in diesem Hilfssatz etwas. Nämlich dann ist das p und p' Quadrat beides gleich. Und wenn das räumliche p und p' gleich ist, heißt das, dass auch die Energiekomponente p0 und p0' gleich werden. Dann haben wir hier einfach wieder 2p0 und hier fällt es weg. Das heißt, wir haben hier e hoch 0, das heißt, wir haben keine Abhängigkeit mehr von der Zeit x0. Das heißt hier, wenn wir das jetzt einsetzen, wissen wir sofort, die ganze x0-Abhängigkeit fällt komplett weg. Denn die kommt nur von hier. Die fällt weg wegen p0 gleich p Strich 0. So, und wenn wir es dann ausrechnen, dann haben wir also hier ein dp-Schlange-Integral mit der Masse m². So, eigentlich haben wir zuerst ein p-Schlange-Integral über g, ein p-Schlange-Integral über f und ein d3x-Integral. Das 3x-Integral liefert genau diese Delta-Funktion. Die e-Funktion fällt weg, die Delta-Funktion zusammen mit dem Vorfaktor kürzt genau ein p-Schlange-Maß komplett weg und ein weiteres p-Schlange-Maß verbleibt vollständig. Und das Einzige, was da noch übrig bleibt, sind die beiden Funktionen, also f-Schlange-Stern von p mal g-Schlange von p. Das heißt, es verbleibt einfach so ein dreidimensionales Skalarprodukt zwischen den zwei Funktionen f und g. Und das ist insbesondere x0 unabhängig. Das ist sehr wichtig. Das nächste Beispiel, Proposition 3. Nehmen wir mal ein vierdimensionales Wellenpaket. Schreiben auf i mal d3x. Dann nehmen wir dieses h Stern von x, d0 nach rechts und links. Und hier reicht es sogar, wenn wir hier rechts mal die e-Funktion lassen, e hoch minus ipx. Das andere würde das nur verkomplizieren. Aber man gewinnt nichts. So, das haben wir. Was passiert jetzt? Die Frage ist insbesondere nicht nur, was rauskommt, sondern was ist die Zeitabhängigkeit des Ergebnisses? Auf die Zeitabhängigkeit sollten wir achten. Und wenn wir mal kurz anschaulich überlegen, was macht die Zeitabhängigkeit eigentlich, dann sehen wir, die Zeitabhängigkeit kommt hier ja nur von der E-Funktion. Das ist also eine Oszillation. Für x0 haben wir eine Oszillation mit der Oszillationsfrequenz, die aus dieser Differenz der zwei Energien herkommt. Und für x gegen unendlich oszilliert es also immer weiter und weiter. Was passiert jetzt, wenn wir aber solche Integrale haben über Wellenpakete, wo man letztlich eine Verschmierung macht über benachbarte Werte von p und p'? Dann mitteln sich diese Oszillationen eben weg. Das heißt, was wir hier erwarten, ist, dass nach Integral der Limes x0 gegen unendlich 0 wird. Und das wollen wir mal verifizieren. Also schreiben wir das erstmal auf. Das heißt, wenn wir gucken, dann haben wir das jetzt hier einfach. Wir haben unser h, ist hier dieses vierdimensionale Integral über die e-Funktion. Wenn wir die e-Funktion alleine hier einsetzen, kriegen wir diese Delta-Funktion. Und dann müssen wir die noch integrieren über das vierdimensionale Integral. Wenn wir das integrieren, dann fällt aus dem vierdimensionalen Integral der dreidimensionale Anteil komplett weg wegen der Delta-Funktion. Liefert dann, dass das Integrationsargument wird einfach gleich diesem p hier und das p0-Integral verbleibt. Dann haben wir also hier ein verbleibendes p0-Integral. Wir haben dann dieses p'0, die Integrationsvariable, plus p0, die explizite Variable aus dieser expliziten e-Funktion, multipliziert mit h-Schlange von diesem p'0 und das räumliche p ist auf das räumliche p aus dieser e-Funktion gesetzt worden durch die Delta-Funktion. Multipliziert mit dieser e-Funktion e hoch i mal p'0 minus p0 mal x0. So, und was ist das jetzt? Das ist haargenau eine stinknormale Fourier-Transformation bezüglich einer Variable p'0. Hier ein Integral p'0
hier e hoch i p'0 mal x0 mal irgendeiner Funktion von p'0. Und diese Funktion ist jetzt eine Testfunktion, das heißt im mathematischen Sinn ist die beschränkt, die ist differenzierbar, integrabel und außerhalb eines kompakten Gebiets ist die gleich 0. Und für solche Funktionen gibt es Theoreme über die Fourier-Transformation. Wenn Sie nämlich die Fourier-Transformation von so einer beschränkten Funktion bilden, dann ist die Fourier-Transformation ebenfalls beschränkt. Das heißt, die Fourier-Transformation verschwindet im Unendlichen. Und das heißt hier, dass der Limes x0 gegen unendlich oder minus unendlich gleich 0 ist. Limes x0 gegen plus oder minus unendlich ist gleich 0 aufgrund dieser Eigenschaften von Fourier-Transformationen. Denn also wir haben hier die Fourier-Transformation einer Testfunktion. Und dass die dann gegen 0 geht, ist das sogenannte Riemann-Lebesgue-Lemma aus der Mathematik. Das heißt, das garantiert, dass die Faltung hier zwischen so einem vierdimensionalen Wellenpaket und dieser E-Funktion für Zeit gegen plus minus unendlich verschwindet. Das ist eine wichtige Aussage für uns für später. Dann leiten wir noch eine weitere ähnliche Aussage her. Aussage wäre dann Proposition 4, nämlich zwei dreidimensionale Wellenpakete zu unterschiedlichen Massen. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt an, S ist ungleich m². Und dann haben wir zwei Wellenpakete. Ein Wellenpaket F zur Masse S und ein Wellenpaket G zur Masse m². Und dann integrieren wir d3x über F Stern von x, d0 nach rechts und links mal g von x. Zwei Wellenpakete zu unterschiedlichen Massen. Ja, und die Anschauung ist, dass hier genau das gleiche passieren wird wie gerade eben, nämlich innen drin steht dann wieder dieses Integral mit zwei E-Funktionen, aber der Unterschied ist, diesmal sind die Massen verschieden, das heißt dieses P' und P0, die sind nicht gleich, das heißt wir kriegen hier wieder so eine Oszillation und nach Integration können wir dieses Riemann-Lebesgue-Lemma nutzen, sodass sich die Oszillationen wegmitteln und wir kriegen den Limes x0 gegen plus minus unendlich gibt 0. Also schauen wir es an. Das heißt, was genau rauskommt, ist dann eben ein verbleibendes dp-Schlange-Integral, genau wie in diesem ersten Fall. dp-Schlange-Integral von S, dp-Schlange-Strich und dann haben wir aber jetzt p0 plus p'0 geteilt durch 2 mal p0 und das fällt nicht weg, weil p'0 ist durch die Masse S gegeben, p0 ist durch die Masse m² gegeben und die sind verschieden. Dann haben wir e hoch i mal p'0 minus p0 insgesamt mal x0. Hier eben auch p' und p0 sind unterschiedlich. Und dann verbleibt mal f Stern von p' mal g Schlange von p'. Ja, und das ist im Prinzip das Gleiche. Man muss nur eine Variablen-Substitution machen, sodass eben diese Differenz hier im Exponent als neue Integrationsvariable genutzt wird. Und dann haben wir wieder die gleiche Aussage, nämlich wir haben eine Fourier-Transformation einer Testfunktion, die verschwindet im Unendlichen. Also um das zu formalisieren, kann man sagen, wir machen eine Variablen-Substitution. Zu einer Integrationsvariable können wir mal Delta E nennen.
Delta E ist gleich dieses P'0 minus P0. Und das ist ja nichts anderes als eine Abkürzung aus Wurzelbetrag P'² plus S. Das ist das P'0 minus Wurzel aus P'² plus M². Das ist das P0. Und diese gesamte Kombination können wir ja als neue Integrationsvariable nutzen. Wir integrieren ja eigentlich dreidimensional über P-Vektor-Strich. Eine der drei Komponenten können wir durch das hier ersetzen. Und dann haben wir ein Integral über diese Variable. Und dann haben wir genau ein Integral, was einer Fourier-Transformation entspricht. E hoch I mal Delta E mal X0 mal irgendeiner Funktion von diesem Delta E. Und diese Funktion ist dann natürlich immer noch eine Testfunktion. Das heißt, die Fourier-Transformation erfüllt die gleiche Aussage. Kriegen wir also eine Fourier-Transformation bezüglich Delta E einer Testfunktion. Und damit gilt für das Ganze, falls x0 gegen plus oder minus unendlich geht, dass das verschwindet. Wieder nach diesem Lemma über Fourier-Transformationen. So, das heißt, wir haben einige mathematische Formeln uns zusammengestellt, die jetzt natürlich noch ohne Physik im Raum stehen, aber die werden wir alle physikalisch nutzen und in der nächsten Stunde dann einige Relationen herleiten für die Quantenfelder und die Green-Funktionen und die Interpretation über Zustände. Also was wir hier hergeleitet haben über Wellenpakete ist dann wichtig, weil Sie ja wissen, dass im Hilbertraum der Quantentheorie es nicht normierbare und normierbare Zustände gibt in der Sprache der Physiker. Zum Beispiel Impulseigenzustände sind eigentlich nicht normierbar. Und echte Elemente des Hilbertraums im Sinne der Mathematik sind ja immer Faltungen oder Integrale über solche Impulseigenzustände gewichtet mit dem Wellenpaket. Das Wellenpaket muss normierbar sein und dann kriegen Sie erst einen normierten Zustand, der ein eigentliches Element des mathematischen Hilbertraums ist. Das, was wir als Impulseigenzustand bezeichnen, ist in der Mathematik ja kein Hilbertraumelement. Und um halt zu unterscheiden zwischen diesen eigentlichen und uneigentlichen Zuständen und echten Hilbertraumelementen und nicht echten Hilbertraumelementen, brauchen wir diese Wellenpaketdiskussion. Das erlaubt es uns dann auch im Spektrum von Operatoren zwischen diskreten Eigenwerten und diesen kontinuierlichen Spektralwerten unterscheiden zu können. Und das sind eben wichtige Unterscheidungen auch für die Physik. Werden wir dann sehen. Beispielsweise die Massen von Teilchen, die entsprechen eben diskreten Eigenwerten von dem Heckbarthard-Operator und die entsprechen dann eben auch normierbaren Eigenfunktionen. Dagegen irgendwelche anderen Spektralwerte entsprechen halt dann Vielteilchenzuständen und die haben keine normierbaren Eigenzustände des P-Quadrat-Operators. Also aus solchen Gründen sind diese Wellenpakete wichtig, aber das werden wir dann physikalisch alles genau in der nächsten Stunde erörtern. Gut, also bis dann.